Gut, es geht ja um die Fehler der Bundeskanzlerin, des Kanzleramtes. Und aus meiner Sicht zählen zu den größten Fehlern oder zu den größeren Fehlern auch die Auswahl der Minister. Herr Oppenstedt, die Zeugnisvergabe steht vor der Tür. Welche Noten gibt die Kanzlerin ihren Ministern? Ich erlaube mir dazu eine kurze Voreinschätzung. Herr Altmaier hat überwiegend phlegmatisch herumgesetzt, Wirtschaft ruiniert 5-. Herr Scholz stets bemüht, erhebliche Rechenschwächen, Finanzen ruiniert 5-. Herr Maas hat sich im Rahmen seiner Fähigkeiten eingesetzt, das konnte also nichts werden. Ansehen Deutschlands ruiniert 5-. Kramp-Karrenbauer den Ansprüchen nicht ansatzweise gerecht geworden, Bundeswehr vollends ruiniert. Frau Lamprecht war umtriebig, überwiegend aber am Thema vorbeigearbeitet. Eine glatte 5, da bin ich mal großzügig. Und jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, warum wir noch keine 6 verteilt haben, warum wir so großzügig waren. Aber ich habe hier Jens Spahn und Andreas nicht erwähnt, für die Notenskala bis 6 natürlich nicht ausreichen wird. Die würden nicht nur sitzen bleiben, sondern hätten die Schule bereits verlassen müssen, wie Frau Giffey. Was halten Sie von meiner Einschätzung, Herr Oppenstedt, und wie beurteilen Sie die Minister, die ich nicht explizit erwähnt habe? Die Bundeskanzlerin vergibt keine Kopfnoten für Ministerinnen und Minister. Alle Ministerinnen und Minister dieses Kabinetts genießen das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin. Dankeschön. Ich rufe auf die Frage 2 der Abgeordneten Lise.